Hallo zusammen Leute, zu einem ganz besonderen neuen Video hier und heute das allererste Rennen, was nichts mit Formel 1 zu tun hat und zwar aus ACC. Es haben sich ja doch einige gewünscht, dass wir uns dieses Thema mal ein bisschen genauer anschauen und allgemein GT3-Fahrzeuge, GT4, was auch alles dazugehört. Und ich dachte mir, lass doch einfach mal unsere allerersten Spielstunden hier drin verbringen und vor allem das allererste Rennen fahren. Auf Nürburgring haben wir bisher ein bisschen Zeitfahren geübt, das war aber auch das Einzige, was ich bisher gemacht habe hier in ACC. Auf Nürburgring eine 2 Minuten 0 mit 60 Liter Sprit oder so, also gar keine Ahnung, ob das gut ist oder schlecht. Wir gehen auf jeden Fall heute mal ins erste Rennen rein und zwar mit dem Mercedes GT3 2020. Und welche Strecke nehmen wir? In ACC gibt es ja auch so ein paar Strecken, die zumindest ich persönlich noch gar nie gefahren bin, vor allem was GT Racing angeht. Zum Beispiel Zolder in Belgien, das wäre mal so eine Strecke, die haben wir noch gar nie gesehen. Die gab es auf meinem Kanal noch nie zu sehen und deswegen, Leute, würde ich sagen, dass wir einfach mal direkt reingehen in ein Zolder-Rennen. Den Realismus stellen wir, glaube ich, mal auf Anfänger. Also wie gesagt, das sind die ersten Stunden überhaupt, also die erste Spielstunde, die ersten zwei Spielstunden. Von dem her, ich glaube, dass wir das mal bei Anfänger lassen. Ich bin mir absolut gar nicht sicher, was wir hier einstellen sollten. Wahrscheinlich die Schadensrate schon ein bisschen hochstellen. Ich weiß gar nicht, was da passiert, wenn wir das mal auf 50 stellen. Komm, wir machen es mal auf 50, dann sind wir nicht ganz so anfängermäßig unterwegs. Ein kleines bisschen Challenge muss ja auf jeden Fall sein. Und so werden wir mal reingehen. Und das Allerwichtigste sind jetzt hier natürlich die Gegnereinstellungen. Wir werden 10 Minuten Rennen fahren hier und Startposition machen wir 25. Da starten wir quasi von ganz hinten einfach mal und gucken, ob wir ein bisschen überholen können. Mal schauen, ob das klappt. Keine Ahnung, wie schwer das hier wird auf diesem Kurs. Und Gegneraggressivität und Gegnerniveau ist beides auf 90 gestellt. Das ist standardmäßig eingestellt. Ich weiß nicht, ist das jetzt schwer oder einfach? Keine Ahnung, wir lassen es mal so. Das wird jetzt auf jeden Fall eine Challenge, direkt ins Rennen reinzugehen, wo wir die Strecke eigentlich noch nie gefahren sind. Das heißt, wir werden auf den ersten Runden vielleicht ein bisschen die Strecke kennenlernen. Aber wir starten rein. Okay. Also Motor ist schon mal an. Hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Ich glaube, Zündung ist automatisch eingestellt. Das heißt, wir müssen da nichts anmachen. Okay, los geht's. Let's go. Ich glaube, wir haben keinen Standing Start, oder? Ich glaube, es geht jetzt hinterm Safety Car los. Wir versuchen jetzt hier schon mal die Strecke ein bisschen zu merken. So, ich glaube, das müsste die letzte Schikane sein, wo wir da reingehen. So, wir werden ein bisschen runtergedrosselt. Jetzt geht's los. Es geht schon los, okay. Alles klar, nach zwei Kurven ging es jetzt direkt los. So, erste Kurve. Gehen wir mal innen rein. Oh, wenig Platz hier. Autos sind schon recht breit natürlich. Bisschen träge zu fahren. Kurve ist sehr, sehr groß. Kurvig. Nur außen vorbei. So, nächste Rechts-Links-Kombi. Geht's außen vorbei. Es ging relativ easy jetzt. So, nochmal rechts. Ah doch, also die Strecke ist bekannt auf jeden Fall. Strecke ist jetzt nicht komplett unbekannt. Zwar noch nie wirklich gefahren, aber sie kommt mir zumindest bekannt vor. So, harte Schikane. Let's go. Einmal drüber. So, Bremspunkte sind relativ schwer zu finden. Aber es ist gut, wenn jetzt hier ein volles Fahrerfeld am Start ist. Dann wissen wir ungefähr, wann welche Kurve kommt. So, nächste Schikane. Rechts, links. Man hat natürlich sehr viel mehr Zeit wie im F1, um sich auf eine Kurve vorzubereiten. Es geht nicht alles so schnell, das ist alles sehr gemütlich. Alles sehr ruhig, gemütlich. Oh, Kurve. Okay, gut reingebremst. Ich glaube, die KI ist tatsächlich ein bisschen zu einfach eingestellt. Wir haben jetzt schon einige Positionen gut gemacht. 10 Minuten ist das Rennen insgesamt. Ah, hier sind wir schon wieder. Ups, sorry. Bei der letzten Schikane. Und dann haben wir schon eine Runde geschafft. Let's go. Das war die allererste Runde im allerersten ACC-Rennen. Also ich sag mal so, das Gefühl fürs GT3-Auto ist noch nicht so 100% da. Aus den ersten Trainingsrunden auf dem Nürburgring. Aber es wird immer ein bisschen besser. Ich glaube, ganz so schlecht ist es jetzt nicht. Vielleicht ist 90, die KI 90 doch noch ein kleines bisschen zu einfach. Zumindest fürs allererste Mal fahren, für mich jetzt hier. Also es könnte schon schwer. Oh, leichter Schaden vorne. Haben wir wieder eingestupst. Autos sind doch eh unkaputtbar.
So, wieder einmal raus. Nächste Position gewinnen. Let's go. Ganz spät reinbremsen. Also die KI macht das nicht immer so clever. Ich weiß nicht, ob die ACC-KI so gut ist. Sieht auch ein bisschen nach Gummiband aus. Hier können wir auch innen reinbremsen. Bremst extrem früh, der Kollege. Oh. Zu spät. Das war zu spät. Kurve 1 ist tricky. Generell, die Autos wollen halt einfach nicht anbremsen. So extrem früh in die Bremse einsteigen. Aber wenn man jemanden vor sich hat, weiß man in etwa, wo die Kandidaten abbremsen. Ich glaube, wenn wir jetzt hier auf einer Hotlap wären, wäre es extrem schwierig für mich, die Bremspunkte zu finden. Weil man schon extrem früh immer bremsen muss. Hier wahrscheinlich schon, ja. Man muss sehr, sehr früh auf die Bremse steigen. Einmal kurz vom Gas runter und jetzt wieder Vollgas. Jawohl. So klappt es. Wieder rechte Seite vorbei. Also da können wir wahrscheinlich an zwei Kandidaten auf einmal vorbeigehen. Oh. Extrem schlechte Bremsen, das Auto. So, nochmal erste Kurve. Dieses Mal ein bisschen besser treffen. Durchgedriftet. Jawohl. Schön. So, jetzt langsam ist nicht mehr so viel Verkehr. Jetzt langsam können wir mal ein bisschen anfangen zu racen. Komm schon. Let's go. Jetzt schnell reinrollen lassen. Schön wieder rauskommen aus der Kurve. So, rechts vorbei. Jawohl. Könnte tatsächlich schwerer sein. Hätte ich nicht gedacht, dass wir da auf 90er KI direkt alle überholen. So, zack, rüber, über den Körper. Aber ich muss da leider sagen, so ein bisschen das Geschwindigkeitsgefühl fehlt. Vielleicht liegt es auch an der Strecke, aber es ist halt alles extrem langsam. Ich glaube, die Strecke war gut auszuwählen fürs allererste Rennen. Die Kurven sind jetzt nicht so ultra schwer. Die erste Kurve hier, da muss man echt reinzirkeln. Muss man echt gucken, wie man die durchfährt. Welchen Gang man nimmt, wie man sie anfährt. Das ist im GT3 alles so ein kleines bisschen schwerer, die Kurven. Man kann so viel Fehler in einzelnen Kurven machen. Und auch mehrere Gänge in einzelnen Kurven wechseln, wo man jetzt normalerweise im F1 nicht unbedingt mehrere Gänge benutzen würde. Komm schon! Alles gut. Wenn die auch hier trödeln, oder? Also den haben wir jetzt ordentlich entsorgt. Aber wenn der auch so langsam fährt, also müssen wir nochmal 10 Stufen stärker stellen wahrscheinlich. 90 ist viel zu einfach. Müssen wir alle rumschubsen hier. Gut, dass wir nicht gegen echte Menschen fahren. Wenn wir hier alle hier so rumschubsen. Strecke ist sehr, sehr eng zu fahren. Also ich glaube, dass man hier echt schlecht überholen kann. Wenn man jetzt hier nicht gerade gegen eine KI fährt. Ist die Strecke echt nicht gut für Überholmanöver. So, wir haben jetzt nicht mehr viel Runden. Wir haben schon einige Plätze gut gemacht. Das Auto ist immer noch heil. Hatten wir eigentlich gar keinen Schaden, oder? Also, glaub, wir haben keinen Schaden. So, ziehen wir hier nochmal innen rein. Also, an einem BMW können wir auf jeden Fall noch vorbeigehen. Sie machen wir ganz easy alle. Oder haben wir eine kaputte Motorhaube? Ich weiß nicht, ist das Auto noch korrekt? Ganz? Okay, nochmal Platz. Nochmal Platz nach vorne. Let's go. Wieder ein kleines bisschen zu spät. Mann, immer die Kurve falsch gefahren. Immer zu spät gebremst. Das ist das einzige Manko. Das ist das einzige Ding. Oh, krass, das geht halt auch nicht immer Vollgas durch hier. So, früher bremsen. Schön. Vorsichtig. Ah, okay. Das ist jetzt die letzte Runde tatsächlich. So, wo sind wir jetzt? Wo stehen wir? Platz 12. Okay, wir sind jetzt ordentlich vorgefahren. KI war deutlich zu leicht fürs allererste Rennen. Aber okay, dann wissen wir das jetzt auch. Vorne ist Finish. Wir fahren übers Ziel und beenden dieses Rennen auf Platz 12. Gar nicht so übel. Ein Crash war dabei. Ja, Leute, aber das war das allererste Rennen, das allererste Mal fahren. Und ich denke, dass wir das nächste Mal
mal gegen echte Menschen auch fahren, aber fürs erste Rennen war das, glaube ich, mal ganz gut so. Jo, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten ACC oder F1 Video wieder. Bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.